Guten Abend aus Hamburg. 21 Uhr haben wir's. Und dann wird es Zeit für das entscheidende Spiel der deutschen Mannschaft hier gegen Israel in Hamburg. Gegen Israel, das ist noch nicht zu lange, allzu lange her, dass Deutschland in Leipzig mit 2:0 gewonnen hat. Heute Abend genügt der deutschen Mannschaft in der Theorie ein Unentschieden. Vorausgesetzt, in München passiert nicht das Unmögliche. In dieser Gruppe ist, wie gesagt, noch alles möglich. Jede Mannschaft kann ausscheiden, jede Mannschaft kann theoretisch noch weiterkommen. Sogar die deutsche Mannschaft ist noch nicht ganz sicher weiter. Die Aufstellung, wir sehen es mit wenig Überraschung, das liegt an diesem Druck, der ausgeübt ist mit einem besonderen Trikot. Sie sehen es, der deutschen Mannschaft heute in Schwarz. Das ist ein extra Trikot, angefertigt für dieses Spiel. Und Sie müssen wissen, ich habe mir hier Papierschnipseln gelegt, die mir genau sagen, wie es in dieser Tabelle aussieht, damit ich zu jeder Zeit Ihnen sagen kann, wer weiterkäme und wer nicht. Die Hymne Israels hören wir. Hatikva, auf Deutsch Hoffnung. Und Hoffnung hat diese Mannschaft auf das Unmögliche. Jetzt die Hymne von Deutschland. Wir gucken nochmal auf die Tabelle, jetzt sehen Sie sie eingeblendet, Deutschland mit 6 Punkten vorne. Irland und Israel, die haben 3 Punkte und Nordirland auf dem letzten Platz. Die können theoretisch noch weiterkommen, wenn Israel gegen Deutschland siegt, wenn Deutschland gegen Israel siegt und Nordirland hoch gegen Irland siegt. Aber das ist alles Spekulation. Wir gucken und Sie sehen links oben, das Spiel in München ist ebenfalls losgegangen. Ein kurzer Einblick in die Allianz Arena. Ich sehe das Bild hier auf einem kleinen Monitor, aber wir geben natürlich zurück zum Spiel der deutschen Mannschaft. Boateng klärt der erste Einwurf für Israel. Cohen. Oh, Israel kommt da gut durch. Neuer will ran. Und Israel wieder mit dem Angriff. Und es ist das erste Tor gefallen in München für die Nordiren. 1:0 gegen die Nachbarn aus Irland. McKenna war der Torschütze. Sie sehen, was ich hier nicht sehe. Sie sehen die Einblendung des Spiels aus München. Ich kann Ihnen nur sagen, was hier in Hamburg passiert. Aber bislang weniger als in München. Also, Nordirland schießt ein weiteres Tor und hätte damit 3 Punkte. Und das wird natürlich sofort hier eingeordnet in die neue Tabelle. Und nach dem jetzigen Stand wäre also Israel immer noch vorne, weil sie ein Unentschieden gegen Deutschland hätten. Die Israelis und Deutschland im Moment beide im Achtelfinale, wenn es so bleibt. Freistoß, Jerome Boateng. Klose, Distanzschuss. Aber warte, passt auf. Hat ein gutes Spiel gemacht, gerade gegen die Nordiren. Und auch gegen die Iren schon gut im Tor gestanden. Eine sichere Sache für diese Mannschaft aus Israel, der in dieser Gruppe doch so wenig zugerechnet wurde am Anfang. Sie wurden als kleine Außenseiter reingehandelt und im Moment wären sie im Achtelfinale gegen den zweiten der Gruppe B. Benayoun. Bader gefoult.
von Özil. Der Schiedsrichter geht zu Mesut Özil und es ist die erste gelbe Karte für einen Deutschen bei diesem Turnier. Die erste gelbe Karte für Mesut Özil. Hat keine Auswirkungen mehr in dem nächsten Spiel. Wird alles wieder auf Null gestrichen. Meiner Meinung nach ein Spiel zu früh. Aber das ist nur gut für die Deutschen. Freistoß von Israel. Deutschland wehrt nochmal ab. Kohlen. Oh, Wermut da auf einmal im Strafraum der Deutschen. Aber keine Gefahr. Nächster Angriff von Israel. Deutschland bislang noch nicht im Spiel. Aber richtig gezaubert haben sie bei dem Turnier noch nicht. Weder beim 2:1 gegen Nordirland, das lange wackelte im Eröffnungsspiel, noch beim 1:0 gegen Irland. Ein Arbeitssieg im zweiten Spiel. Immerhin die deutsche Mannschaft mal wieder mit 2 Siegen in ein Turnier. Das gab es bei der EM 2012 und davor zuletzt in Deutschland 2006 bei der Weltmeisterschaft. Podolski. Sie lassen sich viel Zeit. Ist die Frage, wurde da etwas abgesprochen? Bei dem jetzigen Stand Deutschland und Israel im Achtelfinale. Wenn Deutschland jetzt trifft, dann ist Israel nicht mehr im Achtelfinale, sondern Nordirland. Irland, für die sieht es im Moment ganz schlecht aus. Ecke Schweinsteiger. Auf Hummels. Abstoß. Awate. Es ist immer dieses spannende Spiel zum Schluss, wenn viel gerechnet wird und der Spieler wird sich das ja immer versucht zu vermeiden, die Rechnerei am letzten Spieltag, denn da kann ganz schnell etwas passieren und dann hat man sich verrechnet. Trotzdem natürlich immer der Blick auch bei den Zuschauern auf die Anzeigetafel. Özil mit dem ersten Schuss. Das war eine richtig gute Aktion von Mesut Özil. Setzt sich dadurch. Kommt an den Ball, will ihn irgendwie geschickt abfälschen, um Awate aus dem Konzept zu bringen. Misslingt, trotzdem erste Ansage der Deutschen. 9 Punkte aus der Gruppenphase, die will man haben. Man will auf jeden Fall dieses Achtelfinale spielen. Dann ja in Leipzig gegen den Zweiten der Gruppe B. Meiner Meinung nach ist Ungarn ein heißer Anwärter auf diesem Platz. Özil auf Klose, ja, was macht der denn daraus? Was stolpert den Ball. Hier natürlich ein Foul an Thomas Müller. Wird nicht geahndet. Ja, Klose. Etwas halbherzig bislang, was die Deutschen spielen. Israel hat sich etwas zurückgezogen nach einer starken Anfangsphase. Jetzt mal wieder über Schächter auf Wermut. Deutsche Abwehr da, jetzt fordern sie den Elfmeter. Aber es gibt nur Einwurf für Israel. Kohn. Einwurf Deutschland. Das ist das einzige Spiel der deutschen Mannschaft hier in Hamburg. Der Plan ist ja so gesetzt, dass die deutsche Mannschaft überall nur einmal spielen wird. Eröffnungsspiel im Olympiastadion in München. Weiter ging's nach Mönchengladbach. Özil im Strafraum. Viele Deutsche im deutschen Strafraum. Im israelischen Strafraum. Dennoch kommen sie nicht durch. Israel steht kompakt und gut hinten gegen die deutsche Mannschaft. Irland hat auch allzu lange gebraucht, bis sie einen klaren Vorteil von 2 Toren hatten. Davor alles sehr vage. Israel hat ein gutes Spiel gemacht gegen Irland. Wenn auch 2:0 verloren. Hatten viele Chancen, die sie aber nicht effizient genutzt haben. Müller. Klose. Gute 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Deutschland bislang mit dem 0:0. Klose. Au, warte, einmal mehr da. Einer der wichtigsten Spieler für diese Mannschaft aus Israel. Wurde noch etwas spekuliert, gibt man möglicherweise dem zweiten Harouche diese Rolle. Aber man hat sich für Awate entschieden. Ecke erfolglos. Lahm im Doppelpass mit Klose. Lahm! Der passt! Deutschland führt Philipp Lahm. Das erinnert einen an 2006. Das Tor Philipp Lahm. Er macht die entscheidenden Tore für Deutschland. Das zeigt er einmal mehr. Deutschland 1, Israel 0.
Deutschland hat die 9 Punkte, wenn es so bleibt. Philipp Lahm, ein Roller. Ein Doppelpass mit Klose. Die Ecke völlig ungefährlich. Lahm hat ihn auf Klose. Und dann spielt man die israelische Abwehr einfach aus. Und schießt durch. Perfekt geschossen, dieser Schuss von Philipp Lahm. Glückwunsch, Philipp Lahm. Glückwunsch, Deutschland. 1-0. So kann es weitergehen in Halbzeit 2. Wobei man die Israelis noch nicht unterbewerten soll. Die haben bislang ein gutes Spiel gemacht. Das Tor ist zwar gerecht, aber Israel noch nicht aus dem Spiel abgeschieden. Das sage ich so. Israel ist noch lange nicht draus. Aber Deutschland hat jetzt Mut. Hamburg hat wieder Mut gefunden. Und in etwa zur gleichen Zeit fiel damals in Leipzig das Tor von Mario Gomez gegen die Israelis, die bis dahin ebenfalls sehr kompakt standen. Aber sie haben sich offensiv etwas gesteigert heute. Das war anzumerken. Gute Leistung auch in der Offensive. Dennoch Deutschland 1-0. Müller, genialer Pass von Khedira. Thomas Müller. Er fordert da den Strafstoß. Das ist auch eine Spezialität von ihm. Aber den kriegt er diesmal nicht. Das war nur ein harmloser Schubser der israelischen Abwehr. Ben Ayoun. Mal etwas Platz für Israel. Aber die sind zu langsam aufgerückt. Özil dazwischen. Der muss aufpassen. Der hat schon gelb. Und der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit dieser Partie ab. Israel liegt 1-0 hinten gegen Deutschland. Wir schauen mal, wie sich das auf die aktuelle Tabellenkonstellation auswirken würde. Denn was Sie noch nicht sehen, aber was ich Ihnen sagen kann, in München steht es 1-1. Das Spiel wurde soeben abgepfiffen. Und aktuell wäre Irland immer noch im Achtelfinale. Wenn Nordirland jetzt aber trifft gegen Irland, dann springt Nordirland von dem bislang vierten Platz auf den zweiten Platz mit einer genau gleichen Tordifferenz. Und dann hätten wir eine absurde Situation. Irland, Israel und Nordirland, alle mit 3 Punkten, alle mit einer Tordifferenz von minus 1. Und dann entscheidet Folgendes, nämlich dass Nordirland dann 3 Tore geschossen hätte, während Israel und Irland nur 2 geschossen hätten. Das also die Dramatik dieses Spiels. Wenn Israel jetzt noch wieder ein Tor schießt, dann ist Israel weiter. Wenn Irland ein Tor schießt, dann ist Irland weiter. Es ist noch alles möglich. Die deutsche Mannschaft, da lege ich mich fest, ist zu 99% im Achtelfinale. Fragt sich nur, wie, ob eindeutig oder mit leichten Zittern. Ich freue mich, wenn Sie einschalten zur zweiten Halbzeit dieses Spiels, das viel Hoffnung macht auf die zweite Halbzeit. Bis dann.